Hallo. Hi. Es ist eins von diesen Videos, ihr habt es im Titel gelesen. Okay, wieso machen wir dieses Video, fragt euch jetzt. Ihr denkt jetzt wirklich so, Digga, wir haben nichts gehört seit 3 Monaten, seid ihr dumm, wieso macht ihr dieses Video? Okay, ich muss ein bisschen von vorne anfangen. Wir fangen mal von vorne an. Das ist eigentlich gar nicht so eine krasse Story. Doch, die Vielleicht ist krass. Vielleicht hat der eine oder andere von euch gemerkt, dass seit 3 Monaten... Ungefähr, ja. Ja, so 3 Monaten nicht mehr so viel von uns kam, beziehungsweise wenig TikToks, ab und zu an Events gesehen, einfach nicht mehr so viel. Und das hat den Grund... Und kann man das einfach so sagen? Ja, du kannst es sagen, du musst es sagen. Wir fangen ganz vorne an. Hanna und ich waren 1,5 Jahre zusammen. Wow, also irgendwie war ich selber überrascht von der Info. Ich bin selber immer noch überrascht. Ja. Hanna und ich waren 1,5 Jahre zusammen. Ich glaube, die meisten Leute von euch, die Hardcore-Fans, haben es eh gecheckt. Viele Leute haben uns gesehen. Man wurde trotzdem immer wieder darauf angesprochen, wenn man irgendwo war. So mäßig so, ist das die Freundin, wer ist was das, bla bla bla. Genau, was fehlt da? Wenn man jetzt nicht so krass uns verfolgt hat, dann hat man das wahrscheinlich nicht gecheckt. Ja. Die Hardcore-Fans wussten das, I guess, aber ja, jetzt ist es raus. Hanna und ich waren 1,5 Jahre zusammen und sind es jetzt nicht mehr. Genau, und deswegen dachten wir auch, wir können uns jetzt veröffentlichen. Ja, genau. Jetzt ist auch schon egal. Genau, wir dachten, wir sind die ersten YouTuber, die ein YouTube-Video machen mit der Ankündigung, dass sie zusammen waren, wo gleichzeitig auch gesagt wird, dass sie nicht mehr zusammen waren. Ja, das Lustige ist, wir haben drüber so Witze immer gemacht früher, dass wir das machen, dass ja. wir Schluss machen. Also während der Beziehung. Ja, und jetzt... Jetzt ist es soweit. Mhm. Ja, es ist komplett absurd, dass aus diesem Joke von dieser Hochzeit das Ganze entstanden ist. Mhm. Und mir war es wichtig, jetzt einfach dieses Video zu machen, weil viele Leute halt immer geschrieben haben, oder ihr habt es wahrscheinlich in den Kommentaren in TikTok gesehen, unter YouTube-Vlogs oder Insta-Posts mäßig, so, wo ist Hanna, bei dir stand immer, wo ist Adi. Mhm. Und das hat dann so ein bisschen so einen Faden, oder auf jeden Fall für mich so einen Fadenbeigeschmack gehabt, weil die Story und die Videos, die wir gemacht haben, für mich richtig geil waren, ja. einfach eine geile Zeit war. Und jetzt das so ein bisschen ausgefadet ist. Und jetzt haben wir gesagt, ey Digga, wir sagen das jetzt einfach, dass die Leute das wissen, dass es klar ist. Es ist im Leben nicht alles für die Ewigkeit gemacht. Cooler Satz, ne? Hm. Und das war es anscheinend nicht. Deshalb hat es dann nicht mehr geklappt. Wir sind jetzt seit 3 Monaten nicht mehr zusammen. 3 Monate? August? So irgendwas. August irgendwas. Du warst noch auf Mallorca dabei. Ja, wir haben uns öfter gesehen. Wir haben uns öfter gesehen, weil wir sind im gleichen Management. Wir haben den komplett gleichen Freundeskreis. Ja, viele gleiche. Viele gleiche Freunde. Hanna ist nach Köln gezogen. Ich ziehe jetzt nach Köln. Oder du ziehst nach Köln. Vor ungefähr genau 2 Jahren sind wir da gewesen, in Kitzbühel. Also wir sind gerade in Kitzbühel und da hat es eigentlich so angefangen. Ja. Und jetzt sitzen wir wieder in Kitzbühel. Es ist im Nachhinein... Ein Kreis einfach wird geschlossen. So viele Kreise schließen sich wirklich in Kitzbühel. Ja, das war das erste Mal, als wir in Kitzbühel waren beim Rennen. Ich glaube, der Vlog hieß Familienurlaub. Da hat es ein bisschen gefunkt. Da hat es gefunkt. Aber das ist so grob die Geschichte. Wir verstehen uns aber gut. Wir verstehen uns gut. Ja. Es geht weiter. Wir wünschen dem anderen nur das Beste. Wir wünschen dem anderen nur das Beste. All diese Scheiße so mäßig. Und wir sind ja keine richtigen Influencer, wenn man nicht mindestens einmal so ein Video macht. Ja, nur so ein Statement-Video. So ein Statement-Video. Wirklich das ehrlichste Video, was wir glaube ich jemals gemacht haben. Ja. Oder vielleicht jemals und machen werden. Ich gehe jetzt ganz arrogant rein. Eines der ehrlichsten Beziehungsstatement-Videos. 100%. Ja. Weil wir wollen da ganz ehrlich mit euch sein. Wir wollten das immer, wir hatten schon die Gespräche, als wir zusammen waren, sollen wir das öffentlich machen, sollen wir es nicht. Man hat es mal bei Trimax in einem Vlog gesehen, man hat es mal dort gesehen. Ich glaube, du wolltest gegen Schluss oder du wolltest immer so ein bisschen. Oder gegen Anfang eher. Oder gegen Anfang. Für mich, ja. Mir hat das am Anfang schon unter Druck gesetzt, dass viele Leute so kommentiert haben, ja, was ist da jetzt, langsam wird es kindisch, dass ihr es nicht öffentlich macht und so. Aber irgendwann ist es dann ja ein guter Witz geworden. Ja, und für mich irgendwie war es nie so eine Option, weil ich es irgendwie cool fand, dass das... Was klar, in den Videos hat man viele Jokes gemacht, aber dass das wirklich privat war, war halt dann wirklich privat. Es war die richtige Lösung. Ja, es war die richtige Lösung. Es hat auf jeden Fall gepasst. Ich war dann eher so, ich will auf gar keinen Fall die Trennung öffentlich machen, weil es dann viel Stress gibt und so öffentlich. Ja. Aber jetzt denke ich eigentlich, ah, das ist die bessere Entscheidung. Ja, safe. Dann wissen die Leute Bescheid und wir haben dieses ganze Kapitel Adi, Hanna, Hochzeit einfach abgeschlossen, dass die Leute Bescheid wissen. Es war wirklich eine geisteskranke Zeit. Unnormal. Man wird es immer noch in Videos zusammen sehen. Eben, wir haben gleiches Management, wir sind an den gleichen Events, wir machen immer noch Sachen zusammen, so mäßig, wenn man irgendwo ist. Aber insgesamt Kitzbühel, was war Kitzbühel? Mykonos. Mykonos, die ganzen TikToks, tausende von Events. Wien, richtig. Berlin, München, Köln. Ja, man kann basically alles online verfolgen, ja. Nur mit nicht, dass man es offiziell sieht, so mäßig. Das ist irgendwie cool. Vielen Dank dafür. Guck, ja. Guckt bei Hanna vorbei. Danke. Kauft ihren Schmuck. Danke. Und folgt ihr. Vielen Dank. So, willst du noch was sagen? Mm-mm. Ja, dann müssen wir die Beziehung noch offiziell beenden oder hier im Video. Wir sehen uns irgendwo beim nächsten Mal, beim nächsten Video auf YouTube und... wir beenden das jetzt. Wie dumm.
so dumm. Ich kann das alles nicht. Imagine, wir treffen das. Du musst jetzt treffen. Ich bin so nervös. Ja. Ja, vielen Dank, Adi. Vielen Dank. Vielen Dank für die Business-Partnerschaft. Ja, war eine tolle Partnerschaft. By the way, das ist wirklich alles kein Witz. Das ist kein Witz. Ich war kurz so nervös bei der Aufnahme. Ich war so nervös beim Handshake. Ja. Tschüss. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Trink wieder Lieder, Sprite to forget you. Will mit den Brüdern heim, die Schwestern auch dabei. Will nicht mehr traurig sein, so I forget you. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Trink wieder Lieder, Sprite to forget you. Will mit den Brüdern heim, die Schwestern auch dabei. Will nicht mehr traurig sein, so I forget you. Ein trauriger Song.